Die Saison 2015-2016 ist sicherlich nicht in allen Bereichen aus Schiedsrichtersicht sehr positiv verlaufen. Aber wir reden hauptsächlich von Einzelentscheidungen, die den Blick sicherlich etwas getrübt haben. Wir hatten auch ganz, ganz viele gute Spiele und ganz viele gute Entscheidungen, die dann natürlich allerdings so ein bisschen in den Schatten rücken. Ich denke, wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen. Wir werden nächste Woche mit den Schiedsrichtern der ersten und zweiten Bundesliga ins Trainingslager gehen. Wir werden uns intensiv auf die Rückrunde vorbereiten und wir werden natürlich auch alles das nacharbeiten, was in der Hinrunde passiert ist und das sehr intensiv tun. Also ich habe auch den Eindruck, wir haben nicht mehr Fehler gemacht, als es früher war und wir haben auch keine schlimmeren Fehler gemacht, als in den vergangenen Spielzeiten. Aber irgendwie ist es seitens der Vereine, seitens der Medien irgendwie stärker rausgekommen. Daran muss man sicherlich mal arbeiten und darüber nachdenken, ob wir nicht auch mehr in die Medien gehen müssten, um aufklärend tätig zu sein, um auch einen Gegenpol zu bieten als 19. Team der Bundesliga und der zweiten Liga, ist sicherlich eine Aufgabe auch für einen Schiedsrichter. Ich war vor Jahren ein Traditionalist, hätte gesagt, weg mit dem Quatsch. Mittlerweile bin ich auch offener geworden an der Geschichte und sage, es gibt sicherlich Möglichkeiten. Andere Sportarten machen uns vor, andere Pilotprojekte auch im Fußball. Vielleicht muss sich der DFB auch bewerben für dieses Pilotprojekt, das es da gibt. Es gibt sicherlich Mittel und Wege, das irgendwo so einzuführen, dass es auch sinnvoll ist. Es wird sicherlich dann auch nach Betrachtung mancher Fernsehbilder aus verschiedenen Perspektiven mit Slow Motion immer noch eine Diskussion danach geben, weil es muss einen geben, der entscheidet, ob das jetzt der Schiedsrichter ist nach Betrachtung der Bilder oder ob das ein Oberschiedsrichter ist. Und da muss man sich sicherlich Gedanken drüber machen, aber auch da werden wir einen Weg finden. Wir sind offen für Neues, wir verweigern uns in keinster Weise und schauen wir mal.